Ja, hallo liebe Camper, wir sind jetzt heute Morgen hier am Camping an der Bastei angekommen. Es ist ein schöner kleiner Wohnmobilstellplatz unweit der Bastei. Dieser kleine Stellplatz hat verfügt über 62 Stellplätze und liegt in einem Naturschutzgebiet und deshalb muss er ein bisschen naturbelassen bleiben, so wie es jetzt hier ist. Direkt an der Einfahrt vor der Rezeption befindet sich dann auch die Fähr- und Entsorgung. Die ist natürlich mit einem größeren Fahrzeug ein bisschen kompliziert anzufahren, aber machbar. Wie ihr seht, das Beste ist mit einem großen Fahrzeug rückwärts auf die Versorgung. Es ist schon ein bisschen eng hier vorne in diesem Bereich. Aber wie gesagt, es ist machbar. Also einen kleinen Überblick hier. Alles gut gemacht und es ist im Nationalpark und man muss das ein bisschen naturbelassen lassen, diesen Platz hier. Ist aber total genial. Wie ihr seht, ist dieser Stellplatz auch für Wohnwagengespanne anzufahren. Kein Problem. Der Platz verfügt über 62 Stellplätze, Stromversorgung, es ist alles vorhanden. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Platz und optimaler Ausgangspunkt, um der Bastei einen Besuch abzustatten. Und vor allen Dingen abends wunderbar ruhig. So, hier befindet sich jetzt die zweite Einfahrt des Platzes, die ihr dann benutzen könnt, wenn euer Fahrzeug größer ist. Hier kommt ihr also wirklich unproblematisch rein. Habt ihr ausreichend Platz. Von hier aus könnt ihr euch dann euren Platz aussuchen oder wenn ihr ihn im Vorfeld ausgesucht habt, eben optimal abfahren, wenn euer Fahrzeug länger ist. Sie ist schon durchdacht hier. Und was echt optimal ist, direkt, und zwar direkt am Platz befindet sich die Bushaltestelle und man kann einiges von hier erreichen. Es geht alle 15 Minuten oder 30 Minuten jeweils ein Bus direkt vom Stellplatz ab zur Bastei. Man kann verschiedene Orte auch von hier anfahren, Bad Schandau und so weiter und so fort. Alles kein Problem, direkt vor der Tür, wie ihr seht. Besser geht nicht. Also wir können diesen Platz hier wirklich nur wärmstens empfehlen, auch das Betreiberpaar sehr freundlich, hilfsbereit, immer nett und freundlich, beantwortet Fragen, gibt Informationen, einfach top. Direkt hier an der Rezeption befinden sich dann auch hier noch Waschräume, Duschräume und die Toiletten. Das muss man dann aber zubuchen und man bekommt den Zutritt nur über einen Code. Die Müllentsorgung. Und da befindet sich jetzt der Toilettenausguss.
Wie man sieht, alles sehr naturbelassen, aber in einem tipptopp Zustand. Das muss man ganz ehrlich sagen. So, Freunde, ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Infos rüberbringen. Und wenn ihr hier anreist, wünschen wir euch viel Spaß auf diesem schönen angelegten Platz.